Liebe Finanzmarkt-Welt-Community, das Thema Inflation ist ja momentan wieder in aller Munde. Und was ist so der Inbegriff des Inflationsschutzes? Das ist natürlich das Gold, das ist physisches Gold. Und wir schauen uns in diesem Video einmal den Goldpreis, Silberpreis. Wir schauen uns aber auch Palladium an, ganz interessant. Wir gucken uns Minenaktien, Minenindizes an. Und das Ganze wie immer aus charttechnischer Sicht, und damit starten wir jetzt. Wir schauen uns zuerst den Gold Future an, und hier blicken wir mal zurück in das letzte Jahr 2020, als wir die Range-Unterstützung 1670, 1690 US-Dollar gebildet haben. Von dort haben wir uns nach oben bewegt, und dann an diesem Bollwerkswiderstand hing der Goldpreis eine ganze Zeit lang fest. Und dann kam der Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung, und nach einem erneuten Test ging es dann mit der dynamischen Bewegung los. Und ein ähnliches Bild haben wir aktuell. Wir haben auch wieder 1670, 1690, das Unterstützungsniveau wurde angetestet. Von dort bewegt sich der Goldpreis aufwärts, hängt erstmal wieder am Bollwerkswiderstand einige Zeit lang fest, und dann kommt so ein Befreiungsschlag nach oben. Erste Dynamik setzt ein, erhöhtes Handelsvolumen, gutes Zeichen, dass sich der Trend hier weiter nach oben fortsetzt, und Rücksetzer auf die 1760, 1800 US-Dollar Marke, die ist noch möglich, das wäre kein Problem. Kursziel haben wir im Bereich 1950, 1985 US-Dollar nach oben. Was darf eben nicht passieren? Wir dürfen nicht zurückfallen. Ich sag mal, ein Tagesschlusskurs unter 1760 US-Dollar, das wäre schon wieder ein ganz schwieriges Zeichen hier für den Goldpreis. Schauen wir uns dagegen den Silber-Future an, und der hat sich in den letzten Monaten eher nur seitwärts bewegt. Wir hatten mal kurz das, was die Bollwerksunterstützung im Goldpreis war, ist die 21 bis 22 Dollar Marke im Silber, zuletzt aber gar nicht mehr angetestet. Das heißt, gutes Zeichen. Der Silberpreis ein Stück weit stärker. Die Verkäufer haben hier gar nicht so viel Luft nach unten rausgelassen. Und die markanteste Hürde ist jetzt erstmal der Bereich 21 bis 22 US-Dollar. Der wird wahrscheinlich angetestet, und dann erwarte ich hier aber erstmal ein bisschen Seitwärtsbewegung. Und das wäre ein wirklich starkes Zeichen, wenn wir, ich sag mal, irgendwo zwischen 28 und 30 US-Dollar für, zwei, drei Wochen so ein bisschen rumpendeln. Das wäre ein Zeichen dafür, dass die Käufer nochmal Kraft sammeln und dann bam nach oben den Widerstand einfach überspringen können, dass sie da genug Kraft haben, um hier ordentlich Druck auszuüben. Und dann hätten wir das nächste Ziel im Bereich 35 US-Dollar. Das wird aber wahrscheinlich einfach noch ein bisschen dauern. Erstmal müssen wir uns an den Widerstand ranarbeiten und dann, wie gesagt, ein bisschen eine Range-Bildung zeigen. Erst dann dürfte tatsächlich beim Ausbruch Dynamik erfolgen. Wenn wir jetzt im Grunde hier einfach nach oben laufen, da bin ich immer kritisch. Vom Verlaufstief zum Verlaufshoch, das geht selten gut. Schauen wir uns das Palladium an. Und das war lange Zeit ja schon fast in Vergessenheit geraten, als wir hier eine langfristige Seitwärtsbewegung gebildet haben, die aber sehr schön definiert war. Wenn wir gucken, wir haben hier auf der unteren Seite im Bereich 2200 US-Dollar 1, 2, 3 Mal angetestet. Auf der oberen Seite 2470 bis 2550 US-Dollar noch öfter angelaufen. 1, 2, 3, 4 hier angelaufen, da angelaufen. Und das ist so aus charttechnischer Sicht, wo viele denken, oh, ist das langweilig, oder wo viele den Blick drauf verlieren, den Fokus verlieren. Und ich mag solche Seitwärtsbewegungen gerne, nicht nur in den Edelmetallen, sondern das sieht man auch bei Aktien. Und dann ein Ausbruch aus so einer Seitwärtsbewegung, der zeigt häufig den Startschuss für einen neuen Trend an, und das können Sie sich merken. Und Rücksetzer auf das alte Widerstandsniveau, die wirken unterstützend, das ist Kaufniveau, und dann bam, zieht der Markt hier nach oben weiter an. Psychologische Hürde, erstmal die 3000 Dollar Marke. Das sieht man häufig, dass an so runden Marken erst einmal Schluss ist, vor allen Dingen, wenn sie vorher noch nicht angelaufen wurden. Der Trend ist intakt,
2760 bis 2815 ist kurzfristiges Kaufniveau im Palladium mit der Spekulation, dass die 3000-Dollar-Marke überwunden wird. Und auch hier, ich sag mal, eine Seitwärtsbewegung zwischen 2,8 und 3000, starkes Zeichen. Ausbruch nach oben kann gehandelt werden, Unterstützung 2,8 kann gehandelt werden. Was ich nicht sehen möchte, ein Rückfall unter 2760 Dollar. Schauen wir uns die Minenaktien an und hier gucken wir uns den GDM an auf Wochenbasis. Charttechnik ist von vielen verpönt und das ist in meinen Augen ein ganz klarer Fehler. Denn was ist denn unser Ziel an der Börse, was wir erreichen wollen? Wir wollen Geld verdienen oder wir wollen Geld vermehren, wir wollen Geld erhalten bzw. unser Vermögen erhalten. Und warum sollte ich mich dann eine Analysemethode verschließen, die mir einen Vorteil im Markt bringt? Und so einen Vorteil sehen wir hier zum Beispiel in dem GDM-Index. Der GDM hat langfristig immer wieder im Bereich 850 bis 900 US-Dollar eine Reaktion gezeigt. Er war Unterstützung, er war Widerstand, 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 bis er nach oben überschritten wurde. Er wurde wieder zur Unterstützung, wurde wieder zur Unterstützung. Und so etwas sehen wir immer und immer wieder. Deswegen, ich bin nicht gegen die Fundamentalanalyse. Man sollte sich aber der Chartanalyse keineswegs verwehren, denn warum auch? Das wäre Schwachsinn. Sie bringt uns etwas. In Verbindung mit gutem Risiko- und Money-Management, unschlagbare Kombination. Nächstes Ziel im Bereich 1250 US-Dollar, nächste Hürde 1500, kann hochgehen bis 1800. Wohlgemerkt, das ist ein Wochenchart, das heißt, das kann einige Zeit dauern, ist also eher für Investoren. Selbst Rücksetzer in dem Bereich 850 bis 900, kann sein, dass es die nochmal gibt. Das bleibt langfristiges Kaufniveau, so lange, bis es unterschritten wird. Schauen wir uns den Platinum Future an, auch hier auf Wochenbasis, langfristiges Bild. Im Moment hängt der Platin Future am Widerstand bei 1300 US-Dollar und auch dieses Niveau wurde immer mal wieder, auch wenn wir langfristig zurückblicken, als Unterstützung, als Widerstand angelaufen. Und jetzt müssen wir den Markt ein Stück weit lesen. Wir haben einen dynamischen Anstieg in Richtung 1300 gesehen und jetzt schleicht der Preis wieder langsam nach oben und so ein nach oben schleichen ist nie ein gutes Zeichen. Das heißt, im Platin erwarte ich eher nochmal so ein Stück weit einsetzenden Verkaufsdruck und bullisch wird es erst über 1300. Interessantes langfristiges Kaufniveau im Bereich 1000 US-Dollar. Schauen wir uns den Kupfer-Future an und hier mal ein etwas anderer Blickwinkel. Viele oder der Kupfer-Future ist momentan ja auch viel beachtet, einfach weil er schon so ordentlich weit gelaufen ist, wird hoch gepriesen, hoch gelobt. Der Trend ist intakt, keine Frage. Zuletzt am Widerstand 450 bis 465 ist der Kupferpreis durchgelaufen wie durch Butter. Aktuell wird dieses Niveau angetestet. Der alte Widerstand ist jetzt Unterstützung. Und wir haben auch noch ein bisschen Platz im Kupfer-Future. Hoch in Richtung 5,30, 5,40. Und wie komme ich dazu? Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen. Da hatten wir immer wieder ganz ähnliche Preisbewegungen. Und zwar von der Höhe her zuletzt 2009 bis 2011 roundabout und diese habe ich einfach mal nach oben projiziert und so komme ich hier auf dieses Kursziel. Also es ist immer mal wieder zu so dynamischen Bewegungen gekommen und aus diesem Grund, ein bisschen Platz ist noch, aber das Potenzial ist auf jeden Fall begrenzt. Ich möchte mir noch zwei Minenaktien mit Ihnen anschauen. Und da zum einen die First Majestic Silver, die ein schönes Unterstützungsniveau im Bereich 14 bis 15 US-Dollar bildet.
Von hier haben wir eine gute Chance, wieder in Richtung 20 zu laufen. Und die First Majestic Silver steht fast vertretend für viele andere Silberaktien, die ein ganz ähnliches Chartbild aufweisen. Können Sie sich angucken, was möchte ich in solchen Situationen nicht sehen? Naja, dass diese Unterstützung unterschritten wird. Denn das wäre ein klares Zeichen, dass die Verkäufer hier die Hosen anhaben. Und das wollen wir nicht. Und von daher sollte man in dem Bereich wieder aussteigen, seinen Stop-Loss setzen. Schauen wir uns die Anglo Gold Ashanti an. Auch ein ganz interessantes Chartbild. Wir haben in der Anglo Gold ein Verlaufstief hier im November, Dezember 2020 gesehen. Dann nochmal ein etwas leicht tieferes Tief im März. Kurze Zeit später wurde dieses Niveau nochmal angelaufen. Es wurde kein neues Tief mehr erreicht. Und so sehen wir, dass der Verkaufsdruck hier nach unten abnimmt. Wir sehen eine Range-Bildung. Und nach dem Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung kann es zu weiterem Kaufdruck kommen, was die Aktie dann wieder deutlich ansteigen lassen kann. Der Bereich 23,24 in ungefähr ist ein Widerstandsniveau, auch hier alter, ja, schon älterer Natur. Und ein Ausbruch darüber kann zu Kursen in Richtung 30, 35 US-Dollar führen. Was möchte ich auch hier wieder nicht sehen? Na, ich sag mal, Stop-Loss könnte man hier im Bereich 19 setzen. Das heißt, wir haben, so ich sag mal, in ungefähr 5 US-Dollar haben wir Risiko und da müssen wir schauen, wie ist denn das Potenzial nach oben? Das muss in einem guten Verhältnis stehen und ich sag mal hoch bis 35. Mit Blick auf die nächsten Monate, auch hier wieder langfristig ausgerichtet, gar nicht mal so uninteressant. So, und das war's erstmal von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Handelswoche und wenn Sie Lust auf mehr Charttechnik und Trading haben, Trading Investment Börse, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Mich finden Sie auf YouTube unter Mario Steinrücken und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen.